Einsteins Wand in Princeton gehangen. Eines von Isaac Newton und eines von Michael Faraday. Der dritte ist einer meiner persönlichen Helden. Ein Überphysiker. Und der Mann, der die globale Kommunikation revolutionierte. James Clerk Maxwell. Für jemanden, dessen Erkenntnisse des Elektromagnetismus uns Mobiltelefone, Fernseher, Radio und Radar beschert haben und dessen Vision uns die Welt in Farbe festhalten lässt, ist James Clerk Maxwell bemerkenswert unbekannt. Außerhalb der Wissenschaftsszene ist sein Andenken ein wenig verwahrlost. Hier in Glenlair in Galloway kommt Maxwell zur Welt. Hier verbringt der Sohn eines kleinen Gutsbesitzers seine Kindheit und die meiste Zeit seines Lebens.